Willkommen zurück zu Böse Nachbarn 2. Wir spielen die 14. und letzte Folge von Böse Nachbarn 2. Nach dieser Folge ist es dann durch und das Projekt ist fertig. Also, keine Panik. Der Urlaub geht dem Ende zu. Schon hat das Schiff den Kurs Richtung Heimat eingeschlagen und überall ist Ruhe eingekehrt. Der Nachbar streunt an Deck herum und spielt mit allem, was nicht festgenagelt wurde. Das wird ihm sicher nochmal zum Verhängnis. Mein Woody. Ja, und wenn Woody das meint... Naja. Dann wollen wir auf jeden Fall mal... Und zwar mit JoboTV präsentiert Böse Nachbarn 2 in Keine Panik. Alles klar. Gut. Die Alte ist da oben am Pennen. Okay, und der Nachbar zischt sich. So. Holger steht da oben, alles klar. So, wir haben jetzt erstmal den Teppich. Und die Signalmunition. Okay, dann gucken wir, was man weiter so alles findet. Ja, da kommst du nicht hoch, Nachbar. Okay. Ja, ganz toll, Nachbar. Jetzt kannst du dich von dem Keks kaufen. Okay. So. Wir haben hier eine Schere und eine Handtasche. Die Handtasche ist eine Schlaftablette, okay. So. Dann. Da oben ist der Captain. Okay, dann würde ich sagen, decken wir uns hier gleich mal. Okay. Ah, und jetzt können wir wieder nach unten gehen. So, dann müssen wir das Ganze mal etwas ins Rollen bringen. So. Ah, die kommt ja. Verdammt. Okay, wir sind weg. Okay. So. Der Nachbar ist weg. Wir können hier ein bisschen Pistole laden. Und uns einen Zahlencode holen, den man bestimmt nochmal gebrauchen kann. Aber so. Okay. Gut. Alles klar, dann wollen wir uns hier mal ein wenig anritzen. Oder auch nicht. So. So, die Alte. Ah, halt, die Alte zischt sich ja noch gar nicht. So, jetzt ist sie weg.
Und wir können hier ein wenig anritzen. Aha. Alles klärchen. Gut. Oh, je. Das war schlecht. So, Nachbar. Dann geh jetzt hier mal bitte nach unten. Und guck dir mal diese Ladeluke an. Und ich merke gerade, wir stehen hier auf der falschen Seite. Wir wollen nämlich hier hin. Und dann wollen wir jetzt hier hin. Genau. Und Bart. Halt. Hier oben bitte verstecken. So. So, die Alte kommt gleich. Aber bevor die kommen, wollen wir eben die zwei Fische hier schnappen. Okay, und die erwischt uns jetzt. Ist jetzt aber nicht so tragisch. So. Okay, dann wollen wir uns jetzt hier verstecken. Nachbar kommt immer wieder einmal aufs Signal. So, und der Nachbar verzischt sich wieder. Okay. Dann wollen wir jetzt hier den Fisch reintun. Und uns hier unten quasi verstecken. So. Nachbar kommt hier. Ui, da wäre ich jetzt aber auch sauer. So. Die kommt. Geht jetzt wahrscheinlich erstmal eine Runde duschen. Ja. Gut, und wir wollen hier präparieren. Und den Putzlaff mitnehmen. So, dann wollen wir mit dem Putzlappen die Scheibe ein wenig sauber machen. Und batz ist er dagegen geknallt. So, und wir wollen hier nach oben. Und uns hier den Schlüssel mitnehmen. Mit dem Schlüssel hier hinnehmen. Ui. So, und ab nach oben. Dem tun wir hier mal einen Grog rein. Ein Schlafmittel in den Grog und warten, bis der das nächste Mal trinkt.
Okay, den hat's umgenietet. So. Nachbar kommt. Und wir verstecken uns hier. Schwupps, so. So, Nachbar kommt. Und jetzt kann er ja nach oben, ne? Jetzt kann er am Steuerrad umeinander spielen. Toll, ne? Oh. Oh Gott. Höhö. Gut. Wir haben wieder den Kollaps geschafft. Sehr schön. Dann sehen wir uns mal die Endsequenz an, würde ich sagen. Boom. Und da ist das Schiff abgesoffen. Zu dämlich aber auch. So. Der Nachbar darf rudern, die Mutter beschimpft ihn und am Seil hängt Woody und freut sich einen Keks. Wunderbar. Gut. Ende. Ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Ja, wir haben Böse Nachbarn 2 und Böse Nachbarn 1 durchgespielt. Böse Nachbarn 3 gibt es meines Wissens nicht. Und wenn, habe ich es nicht. Das wird also nicht mehr kommen. Gut. Dann haben wir aber die beiden sind mit diesem Großprojekt fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao. It's a